Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Nemesis. Und Leute, es ist ziemlich neblig gerade. Ich weiß auch nicht warum. Es ist wieder früh morgens und das zum... Hallo! Hi! Eine Spitzhacke. Oh nee, jetzt wirft er mir jeden Müll zu. Oh, Regenerating. Der ist so ein Depp, er wirft Regenerating weg. Ha! Okay, umso besser für uns, Leute. Jetzt haben wir... Die sind so schlecht, die Sachen. Oh mein Gott. Weg damit, weg damit. Die kann ich jetzt auch wegwerfen. Stronger ist natürlich nice. Zu spät, XD. So, Leute, was ich heute vorhatte, war nämlich nochmal, ich hoffe, ich habe die Kamera hier drin, rüber zur Burg zu gehen, damit wir dort natürlich nochmal Fotos machen können. Und, Leute, ihr hattet geschrieben, ich soll die unbedingt mal befragen, die Vertrauten. Und, Leute, genau das hatte ich vor. Hier liegt ein Diamantschwert rum. Okay, alles klar. Ich frage einfach nicht, warum hier Dinge rumliegen, weil hat eh keinen Sinn. So, haben wir auf. Perfekt. So, Leute, das heißt, wir gehen jetzt zur Burg. So, hier ist natürlich wieder ein schönes Ei, Leute. In der letzten Folge waren wir nämlich auch bei der Burg. Haben uns dort nochmal umgeschaut, haben nochmal ein paar Fotos gemacht. Damit wir die unten in unseren Keller aufhängen konnten. Und dann hatte ich euch natürlich gefragt, was ihr so denkt, was wir am besten noch machen sollten. Und da hattet ihr dann geschrieben, dass wir eben die Vertrauten nochmal befragen sollten, genauer zu diesen Umständen. Und genau das hatte ich heute vor, Leute. Genau das werden wir jetzt machen, sobald wir bei der Burg sind. Mit dem Sir Item würde ich wahrscheinlich auch nochmal dann sprechen. Ob vielleicht nicht einfach doch die Tochter nur abgehauen ist und der Bauer die eben quasi nur schützt davor und die freigelassen hat und jetzt schlechtes Gewissen hat. Das hatte nämlich auch jemand geschrieben, was auch eine sehr, sehr gute Theorie ist, muss ich sagen. Das könnte natürlich auch sein, aber das haben wir natürlich noch gar nicht betrachtet. So, da drüben ist es auch schon. Wir hier einmal hoch. So. Dann einmal Tür auf. Leute. Ich wollte aber zuerst mal nochmal nach der Ausrüstung unten gucken und mir ein bisschen was an Rüstung holen, denn Leute, unsere Rüstung ist echt nicht so gut. Was machst du hier unten? Was zur Hölle ist hier passiert? Was zur Hölle? Hier war irgendwas eingesperrt, Leute. Was zur... Ich wollte mir eigentlich ein bisschen Rüstung holen. Ist noch da? Hier liegt ein Buch. Bitte, ist das... Das ist dieser Professor. Der hieß doch irgendwie Nepollo oder sowas. Oh mein Gott, hier ist Blut, Leute. Professor Nepollo? Es tut mir leid. Ich habe sie entführt. Experiment ist schief gelaufen. Was für ein Experiment? Leute, was für ein Experiment? Wovon redet der? Okay, diese Rüstung steht hier noch. Leute, ich nehme die mal mit. Rüstung ist Rüstung. Der hat ja auch noch richtig gute Waffen und sowas. Leute, ich nehme das jetzt nicht alles mit. Ich wollte nur eine Rüstung. Die lasse ich auch dort. Hier ist irgendein Buch. Dokumentation Objekt 1, A1. Tag 1. Objekt A1 hat die Genmodifikation injiziert bekommen. Bisher kam es zu keinerlei Auswirkungen. Weder positiv noch negativ. Was zur... Warum ist Zombie... Ey, hier liegt ein Toter rum. Ich gehe davon aus, dass er tot ist. Und
Android. Tag 2. Objekt A1 zeigt erste Entwicklungen. Sowohl Stärke als auch Geschwindigkeit sind optimiert und verstärkt. Allein die Kommunikation entfällt nun. Objekt A1 hat Sprechen verlernt. Hat der die Tochter von Sir Aidnu zum Experimentieren gefangen genommen und irgendwie genmodifiziert? Wie krank ist das denn? Tag 3. Erste äußerliche Entwicklungen sind aufgetreten. Vermutlich breiten diese sich noch weiter aus. Tag 4. Die äußerlichen Entwicklungen werden immer stärker. Objekt A1 unternahm erste Ausbruchsversuche. Okay. Tag 5. Jetzt fliegen hier diese blöden Fledermäuse rum und... Ach. Okay. Tag 5. Objekt A1 versucht immer intensiver, die Ketten und Wände ihrer Zelle zu zerstören. Wenn es ausbricht und ihr Vater es sieht, wird es mein Ende sein. Objekt A1 steht kurz vor dem Ausbruch. Tag 6. Ich werde es nicht aufhalten können. Die ersten Risse und Löcher zeigen sich in der Wand. Sie bröckelt und bricht. Objekt A1 ist wahrscheinlich ausgebrochen, Leute. Tag 6 ist heute. Die ist doch heute, glaube ich, ausgebrochen. Oh, hier liegt ein Loopback. Nice. Schlechter als meine. Leute, heute ist sie ausgebrochen und hat hier so viel zertrümmert. Und auch ihn getötet. Hey, wir müssen zu Sir Aidnu, Leute. Wir müssen ihm das erzählen. Oh mein Gott, Leute, Leute. Sir Aidnu, ich habe Neuerungen und Ergebnisse zum Fall ihrer Tochter. Ich habe herausgefunden, also jedenfalls, wo sie war. Wo sie jetzt ist, ist eine andere Sache. Aber, und zwar ist Professor Nepollo tot. Und der hatte ihre Tochter gefangen genommen und hat an ihr Experimente durchgeführt. Und jetzt ist sie zu so einer Art Monster oder sowas mutiert dadurch. Professor Nepollo ist tot? Und er soll meine Tochter entführt haben und Experimente an ihr durchgeführt haben? Niemals! Er war wie ein Bruder für mich. Das würde er nie tun. Ich habe mich getäuscht. Und die Zwerge wohl auch. Ich bin mir sicher, dass sie meine Tochter entführt und Nepollo umgebracht haben. Das wird Konsequenzen haben. Das bedeutet Krieg. Und jetzt verschwinden sie hier. Sie widern mich an. Alles klar. Okay. Leute, ich hau hier ab. Ich bin so doof, durch die Tür zu kommen. Okay. Leute, ich glaube, der ist nicht mehr gut auf uns zu sprechen. Wisst ihr was? Ich war nie hier. Der denkt einfach, wir hätten Nepollo umgebracht und die Tochter entführt. Leute, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Verdammt, was sollen wir denn jetzt machen? Leute, der Typ hat einen Krieg gegen uns ausgesprochen. Gegen uns. Wir haben nichts getan. Wir sollten ermitteln, Leute. Und das haben wir getan. Und wir haben ihnen die Wahrheit gesagt. Und nur weil er die Wahrheit nicht akzeptiert, sagt er jetzt, nee, ich habe mich getäuscht. Anscheinend sind sie doch eigentlich ein großes Piep, Leute. Und jetzt will der Krieg gegen mich führen. Nice. Ich freue mich. Ich freue mich. Okay. Leute, wie können wir ihn vom Gegenteil überzeugen? Wir können ihnen den Brief zeigen. Leute, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Leute, passt auf. Was ist, wenn wir gucken, dass wir die Tochter finden? Also in ihrem mutierten Zustand. Dann davon ein Foto machen und es ihm zusammen mit dem Brief übermitteln. Klar, wir können nicht selber zu ihm hingehen, aber vielleicht können wir dem diesen Brief wenigstens schicken. Oder wir können Emmy oder Zorben dorthin schicken, dass die das übergeben. Und damit wir das klären können, weil jetzt hat er Krieg gegen uns ausgesprochen, Leute. Okay, wir müssen die Tochter finden, Leute. Auf jeden Fall, weil... Ey, wenn es zu einem Krieg kommt, Leute, ich glaube... Der ist ein bisschen besser aufgestellt als wir. Ich glaube, dass wir so einen Krieg wohl gegen den nicht unbedingt überleben und überstehen würden, Leute.
Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!